einen schönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, ich hole mir noch mal kurz den Hirsch. Der mir mal eben vor die Flinte rennt. Weiß nicht, ob er das so gewollt hat, aber ist mir jetzt auch relativ wurscht. Oh, halt Stahlbolzen rausziehen und ein bisschen Fleisch. Das können wir natürlich auch noch wunderbar nutzen. Wir müssen auch noch mal gucken, dass wir unser Beet auch noch mal, wo ich das jetzt gerade sehe, dass wir das Beet noch mal ein bisschen aufwerten. Dass wir es noch ein bisschen vergrößern, dass wir da auch mal ein bisschen mehr Zeit investieren. Das sollte ja auch schon 30 Mal ausgewachsen sein eigentlich. Und hier wollte ich eigentlich ein paar Knochen noch rausziehen. Aber Knochen sind immer gut. Auch wenn wir hier nur zwei rauskriegen, ne? Aber gut. Soll's. Ein bisschen mehr Klebe noch wieder auf Lager haben später. So. Ich werde jetzt nicht alles abluten, nicht alles wegschnetzeln, aber zwischendurch kann man ja machen. Irgendjemand, ich glaube, ich hatte das in den Kommentaren gelesen, dass irgendwo unter einem Stall von Grace, dass da angeblich ein Geheimraum sein soll. Da muss es ja der da oben sein, ne? Bob's Boss. Muss ja, warte mal, ich pack mal eben hier. Das muss ja eigentlich hier sein, ne? Im Haus. Hier soll es irgendwo einen Geheimgang geben. Ich gucke nur einmal ganz kurz. Ich will jetzt nicht lange schauen, weil das kostet ja einfach zu viel Zeit. Ein Geheimgang. Also den einzigen Gang, den ich hier kenne, das ist der hier unter dem Keller. Und daher die ganzen anderen Viecher auch sind. Könnte natürlich auch sein, dass die hier irgendwo sind. Ui, moin. Hey, was war das denn gerade? Oh, Alter. Also manchmal, diese Spiele machen mich echt manchmal fertig. Aber zum Glück hatte ich ihn ja schon gesund getroffen vorher. Boah. Die Frage ist natürlich, ob wir hier, ob hier irgendwo ein Geheimgang sein möge, könnte, wollte. Ah, okay. Tatsächlich. Okay, danke für den Hinweis. Einfach mal pauschal reingeschlagen. Okay, ein bisschen Holz haben wir ja dabei. Gut, wir können jetzt ein Holzbein natürlich noch benutzen. Ich weiß nicht, ob wir da... Dass wir da... Wenn wir da noch mal gucken. Wenn das schon ein Geheimgang ist, dann gucken wir uns das auch an. So, können wir jetzt hier noch mal eine Leiter bauen? Ja, ne? Ich dachte, ich hätte Holz mitgenommen. Ah ja, klar, natürlich hatte ich Holz mit. Das war natürlich... Warte mal. Das war praktischer. So, und hier ein bisschen Holz. Eine Leiter hin. Muss natürlich gleich aufpassen. Nicht, dass wir hier gleich noch Überraschung haben. Rezepte, Stofffetzen, schwupps, schwupps. Rest weg. So. Leiter ran. Ups. Ah ja, gut. Natürlich vorsichtig sein, nicht, dass hier gleich ein Zombiebär wartet. Das ist bei meinem Glück. Sexy. Ganz, ganz sexy. Vielen Dank für den Tipp nochmal. Irgendjemand hatte das auch schon mal vor Ewigkeiten auch nochmal geschrieben. So ist es ja nicht. Ja, guck mal, ich hab's geahnt. Oh nee, guck mal. Okay. Eine ferale Sau.
Frage ist. Warte mal, wir holen uns erstmal den Scheiß von hier. Erstmal safen. Erstmal safen den ganzen Kram. Und dann greifen wir das Viech mal an. Hätte natürlich lieber was zum Schießen mitnehmen sollen. Gut, das war ja nun auch nicht zu ahnen, dass ich da A dran denke und B, dass ich dann auch irgendwie dann hier auch gleich mal mir angucke. Rock and Stiff. Immer dieser Nachschlag. Ich hasse es. Immer dieser Nachschlag. Okay, vielleicht haben wir auch mal Glück, dass wir vielleicht was Gutes finden. Ich habe ja gesagt, ich habe extra nochmal Skillpunkte investiert, aber naja, gut. Ja, war gut. Vom Loot her war das ein. Kann ich schon mal wegmachen? Weil ich würde nämlich sonst ganz gerne. Ich würde sonst ganz gerne angreifen, mich da oben hinstellen, weil hochspringen kann das Viech ja nicht. Geil. Lustig. Oh, du Schwein. Naja, 210 Bolzen hätte ich dabei, also das sollte sich machen lassen. Oh. Lauf. So. Kommt das Viech jetzt noch einmal durch oder nicht so? Da. Müsste er da hochkommen. Doch nicht. Hätte doch mal lieber Schusswaffen mitnehmen sollen. Hallo? Grace. Das muss dann Grace sein, ne? Statt sich mal das Mutterschwein. Das ferale, mutierte Mutterschwein Grace. Kommt er jetzt? Also sie? Ich hätte jetzt gedacht, dass er sich durch die durch Holz jetzt gleich durchbackt, durchschlägt, weiß der Geier. Und mich dann angreift. Ich möchte da ungern hingehen, weil mit meinem Glück. Laub. Warte mal, ich geh mal kurz um. Ich hatte um Zombies gehört. Nicht, dass mir gleich jemand von beiden Seiten einheizt. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ach, guck mal, da haben wir. Weiß ich nicht, ob das der Zombie ist, den ich gehört hatte. Oh. Oh, Werkzeug. So ein Elektrowerkzeug. Sehr schön. Können wir mal gebrauchen. Race. Race. So. Gucken wir mal, wo Grace ist. Umswitchen. Hm? Grace. Dieser Nachladezyklus, ne? Jetzt hat er auf jeden Fall schon mal zwei Bolzen im Kopf. Das Spielchen können wir natürlich ewig treiben. wo hängt er denn fest? Ah, okay, gut. Der hängt da fest. Dann können wir vielleicht doch. Müssen wir nur ein bisschen schneller laufen gleich. Das Nachladen, wie so ewig dauert. Aber die Holz. Jetzt habe ich ihn. Oder sie. Oh.
hätte jetzt gedacht, dass das Viech hier durchkommt, mal easy peasy, aber... Du bist also Grace. Na. Ja, ansonsten... Guck mal, was ist da oben denn? Okay, das war, glaube ich, der ursprüngliche Zugang. So, was kriegen wir denn aus dir raus? Kriegen wir aus dir auch was Vernünftiges rausgeschnibbelt? Aber ordentlich Fleisch. Saugeil. 73 Fleisch. 80. 88. Alter Schwede. 124, 132. 162 Fleisch. Heilige Mutter Gottes. Puh. So, nehmen wir noch ein bisschen Knochen mit. Jetzt haben wir schon fast eine Folge mit verbracht, eben dieses Schwein kaputt zu machen. Aber ja, ein bisschen gelohnt hat es sich schon, muss ich sagen. So. Grace. Schön Knochen mitnehmen. Frage ist natürlich nur, ob Grace auch nochmal respawnt. Müsste man vielleicht mal sonst bei jeder Aufnahmesession mal hier vorbeikommen und gucken, ob das so ist, weil, ich sag mal, wenn Grace wiederkommt, das wäre ja natürlich eine geile Sache. Und da kommen wir garantiert irgendwie... was war denn daneben? Das muss ja irgendwo dann im Haus sein, ne? Ja, so viel Holz habe ich nicht dabei, sonst hätte ich das mal genau mal ausgetestet. Ja, das machen wir sonst beim nächsten Mal. Vom Loot her war das ja auch okay. Es war jetzt nicht so der Oberbrüller. Ah. Oh, da, okay. Moin. Wieder eine geschellt gekriegt, weißt du? Und manchmal hören sich die Zombies an, als wenn das wirklich 1000 Zombies sind. Dabei ist es vielleicht nur einer. Oder eine. Okay, weiter geht's. So, gut, pass mal auf. Dann können wir das mal zerlegen. Wir haben einen Malerpinsel, wir haben Cotton. Das können wir auch gleich nochmal Stofffetzen verarbeiten. Pflanzenfasern können wir wegschmeißen. Das können wir auch zerlegen. Das brauchen wir nicht. Ja, gut. Ja, die Schiene nehmen wir mal mit, die können wir mal brauchen. Okay. So, wir haben es schon wieder 9.31 Uhr und bis jetzt noch nichts gerissen. Nicht mal einen knappen Meter weit gekommen. Aber weiter geht's. Siehst du, haben wir auch das Geheimnis um Grace mal geklärt. Das ist doch auch mal ganz nett. Wieder ein bisschen schlauer geworden. Moin, hallo, bleib mal schön. Ja, immer auf mich zuhalten. Dankeschön, dankeschön. Ja. Ach, verdammt. Aber du willst. Ja, du willst. So, Crack-a-Book. Ja, wir müssen ein bisschen Ausschau halten, vielleicht bei den Dörfern, ob wir irgendwo einen Pop-in-Pilz finden. Uha. Und Ausschau halten nach irgendwelchen Tieren. Mehr Fleisch auf dem Lager ist immer gut. Was ja schon überall ist, Zombies wieder rumläuft. Ne? So, wo wollten wir hin? Wir wollten... Wir können eigentlich der Straße folgen. Dass wir schon mal ein bisschen die Grenzen aufklären können. Hier hatten wir den Händler und hier war die Chemical Station ja auch kaputt, ne? Ich will nur mal vorsichtshalber nochmal nachgucken. Nicht, dass ich beim letzten Mal verschaut habe und dann ist es dann noch eine intakte Chemical. Destroyed, ne? Können wir gleich mal vertickern, den Kram, den wir haben.
Ach. Na, alles klar. So, Inventory. Ich möchte das mal verkaufen. Ich möchte mal Silbernuggets verkaufen. Das sind 2,47. Goldnuggets kann ich da auch nochmal ein paar verkaufen. Was kann ich hier noch verkaufen? Ja gut, ich habe da nur die 478 Jetons. Ja, viel mehr zu verkaufen habe ich auch nicht. Was hast du denn alles? Obustio hast du. Das Schinken mit Speck. Mobiler Scheinwerfer. Ja, gut. Motion Sensor. Secret Stash. Weighted Head. Was ist das denn? Modification for Medium and Heavy Melee Items. Adds a chance to stun and slow victims. Ja. For a Grip. Ja, alles so. Nicht so das, was ich jetzt zwingend bräuchte. Increased Magazine Capacity. Naja. Warum nicht? Nachtsichtbrille, 3200, okay. Ja, es haut mich jetzt alles nicht so. Jo. Du mich auch. Ah, schade. Naja, gut. Was wäre? Ach, da oben. Ja, dann komm mal runter. Dann lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Dann komm mal runter, dann mache ich dich gleich mit klar und dann ist es gut. Ja, das machst du gut. Immer ein Stückchen, noch ein Stückchen. Komm, hast es gleich. Ups. Oh, Alter. Oh, genau. Brav. So, da war noch eine Uschi. Na gut, gleich zwei. Da ist noch einer. Ja, komm mal ran. So, wieder Level up. Der da hinten läuft wieder weg. Dann lassen wir ihn auch. Sehr schön. Dann fahren wir mal weiter. Njong. Waren wir hier schon mal? Ja, das haben wir uns angeguckt. Da können wir natürlich nochmal runterfahren. Aber ich wollte eigentlich die Straße weiter erkunden. Na gut, machen wir das. Ups, moin. Ich will sich anschleichen, ne? Ich merke das schon. Mensch. So, bleib mal gleich liegen. Dann Spaß hier. Unnötige Fehlereien. So, da hinten war diese Fischerei. Da dürfte eigentlich auch nichts sein. Ja gut, weiß man natürlich nicht. Da könnte natürlich auch eine Chemical drin sein. Aber da würde ich dann eher dann doch schon mit Waffengewalt reingehen. Das andere wäre da, glaube ich, ein bisschen zu heikel. Also mit Schusswaffengewalt. So, ran. Ja, genau. So will ich das sehen, dann weißt du gleich, alles klar, wurde geklärt. So, Benzin noch mitnehmen, ein bisschen Zeugs mitnehmen. Kann ja nie schaden. Wir können natürlich auch da mal ins Haus reingucken, ne? Also das ist, können wir natürlich gerne machen. Was ist denn das? Ein normales Haus? Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir Glück und da ist auch eine Chemical drin. Glaube ich nicht, aber gucken kann man ja mal. Kostet ja nichts. Dachte er und starb an Zombie-Infektion. Ich wollte eigentlich nochmal Rezepte gucken. Verband, schwupp, 12 Stück fertig. Bob. Mal in den Gürtel damit. Ja.
Waren wir eigentlich hier schon mal? Da waren wir schon. Ob wir noch nicht gelootet haben, aber wir waren schon mal. Mist. Legen. Mal reinluschern. Vorsicht. Oh, hier ist sogar offen. Das ist ja nice. Da müssen wir aufpassen, weil es kann sein, dass hier mal eben irgendwas zusammenbricht. Ja, ich glaube, hier brauchen wir nicht weiter gucken. Ich wollte wenigstens mal reingeschaut haben. Wie gesagt, Gott sei Dank. Ich wollte das Auto nochmal mitnehmen. Öl brauchen wir ja auch noch massig. Ey, wenn ich auch, wenn mir noch mal einfallen würde, wo tatsächlich die intakte Chemical Station gewesen sein könnte. Das ist. Aber wie ich schon sagte, es kann natürlich auch sein, dass es gar nicht hier gewesen ist. Da ist noch eine Tor. Müssen wir uns gleich mal gönnen. Oh, ist immer gut. Vielleicht treffen wir die auf Distanz, dann brauchen wir nicht den Zombie noch behelligen. So. Oder daneben. Und. Sag mal. Ah, was ist denn los? Netzwerk, Freunde. Hä, was? Was war das denn gerade? Oh, das gibt's doch nicht, dass das Vieh nicht trifft da hinten. So, jetzt. Ich wahrscheinlich die ganze Zeit ein bisschen zu hoch gezielt. So, ist mal. Das ist mal allein, deswegen hat sich dann der Ausflug schon schön gelohnt. Schon ein bisschen Leder. Und da ist eine Hase. Komm, da stehen du Vieh. Ah. So. Nein! Gerade in der Sekunde bewegt er sich. Na komm, scheiß drauf. Nicht mit Kleinigkeiten aufhalten. Wir müssen weiter, wir müssen weiter, wir müssen Dinge tun. Was mir am Brust so ein bisschen stört, ist dass diese langsamen Bewegungen. Ich meine, es macht natürlich Sinn, weil du brauchst natürlich erstmal eine Weile, um den. Was gerade? Habe ich gerade einen Hund bellen hören? Wie ein Wolf ist, hat er auch Fleisch dabei. Wahrscheinlich wieder mal verbrannt. Dass du natürlich erstmal den Crossbow natürlich erstmal wieder spannen musst, natürlich bolzen musst, alles einlegen. Macht natürlich Sinn. Nichtsdestotrotz nervt das trotzdem, wenn du gerade ein bisschen im Stress bist. Ich uns nichts weiter angucken, ne? Da ist nichts. Ist mal leid, ich muss schon wieder absteigen. Aber hier sind wir schon gewesen. Ja, gut, okay. Dann hatte ich die Idee womöglich schon mal, würde ich sagen. So, gucken wir hier hinten nochmal rum, ob wir hier vielleicht was finden. Weiß nicht, ob das mit dieser Chemical Station, was ich sagte, im Zusammenhang war mit so einer Schwarzbrennerei. Also irgendwie könnte das der Fall gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es könnte ja sein.
Ja, umsonst gesprungen, mein Freund. Er ist einen Augenblick gewartet. Da ist noch wieder ein Hase. Mensch, okay, ich muss mal schon was essen. Mensch, was dabei habe ich ja zum Glück. Trinken. Ich muss schon trinken noch hinterher. So. Und weiter geht's. Ah, okay, dürfen wir nicht weiter. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Dann fahren wir doch mal nochmal hier hin. Den Weg waren wir doch, glaube ich, schon gefahren, oder? Ui! Das ist der Grund, warum man nicht querfeld einfahren sollte. Sei denn, man kann Zombie überfahren. Dann natürlich immer, aber... Oh, wo ist der denn hin? Backflight. Moin. So, müssen wir hin auf die Seite. Was? Der hat mich noch gehauen, der Sack. Schon wieder so einen komischen, wieder ein Hund irgendwie gehört, meine ich. Pass and Gas, okay, da können wir auch noch mal vorbeischauen. Hier waren wir da auch schon mal vor einer Weile. Haben wir das schon mal drin? Oder so ein Hundilein? Ein Hundilein ist auch drin. Moin. Ah, ich glaube, da war nichts weiter drin. Eine Chemical Station wäre der ja auch nicht. Ah, fahren wir weiter. Das war vielleicht nicht so schlau. So, Schneebiom. Ja, hier fangen wir natürlich gleich wieder zügig an zu frieren. Muss man schnell durchfahren. Vielleicht finden wir hier ja noch mal. Hase. Richtig. Ah, verdammt. Er kriegt das Viech nicht erwischt, oder wie? Oh, leck doch. Warte mal, was ist das denn da vorne? Oh, da können wir natürlich auch nochmal luschern gehen. So.
Hier können wir auch noch mal gucken. Mir sind nämlich gerade die Fässer aufgefallen. Dachte ich mir, Mensch, Fässer? Könnte vielleicht... So. Fässer gleich Wein, vielleicht... Vielleicht... Chemical? Wow! Nein, nicht gut, nicht gut! Scheiße. Moin. Ui. Tschüss. Ah. Ah. Nicht doch. Nicht doch, nicht doch, nicht doch. Scheiße, wie komme ich hier raus? Moin. Tag. Moin. Ey. Guten Tag. Ah. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ah. Ich bin stunned und tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Scheiße. Warum muss ich es auch immer darauf anlegen? Oh, Mann. Scheiße. Und vor allem gerade da unten, wo ich eine Pumpgun für brauche. Oh, ich muss es aber auch immer darauf anlegen, ich Trottel. Ach, Mann. Na, wenigstens bleibe ich meiner Linie treu und sterb, was ich jede zweite Folge. Ach, Mann, ey. Das ist doch zum Kotzen. So, dann das heißt, ich müsste jetzt theoretisch 22 Tode haben, oder? Minimum. 22 Tode, 19. Okay, also unsere Statistik hat sich ein bisschen verbessert. Wir sterben jetzt nicht mehr jeden zweiten Tag, sondern vielleicht nur jeden dritten. Keine Ahnung. Ach, leck mir doch die... Naja... Und vor allem jetzt ist unser Bike auch noch da hinten, ne? Oh nein. Ah, okay. Was haben wir denn an Waffen? Waffen Mods. 64 Schuss. Ja, wir müssen da rein. Wir müssen ja unsere Dingskirchen holen. Das nützt ja alles nichts. Wir müssen da ja rein. Keine andere Wahl. Ich komme mit 64 Schuss klar. Okay, dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal ein kleines Päuschen. In der nächsten Folge holen wir nochmal unser anderes Bike und unseren Rucksack. Ich will nur hoffen, dass die Zombies den Rucksack nicht zerstört haben, weil da waren ja schon einige tolle Sachen drin, vor allem das ganze Fleisch. Na, aber zum Glück ist ja, der wird ja noch innen angezeigt, also stehen unsere Chancen ganz gut. Wir räumen auf jeden Fall dann den Kirchenkeller erstmal leer. Und das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Also vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.